Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es die Zahlen aus der EU und aus England. Viel Spaß beim Schauen. Nach der gestrigen Fed-Leitzinserhöhung um 0,25% zieht heute natürlich Europa und England nach. Zuvor blicken wir selbstverständlich einmal auf den Chart. Du siehst, der Bitcoin bei Aufnahme des Videos gegen 20.30 Uhr am Vorabend bei knapp $23.800. Wir waren zwischenzeitlich aber auch schon über $24.100. Das Ganze war wie zu erwarten. Ich habe es angekündigt, wir werden natürlich hier erst einmal nach oben gehen, bevor wir dann wahrscheinlich ums Wochenende oder vielleicht auch erst nächste Woche eine Korrektur sehen werden. Wie weit? Das ist natürlich die Frage, auf die wir alle gespannt warten. Wenn wir jetzt aber natürlich auch mal in die EZB reinschauen, diese haben heute angekündigt, die Prozente um 0,5 anzuheben, das heißt von 2,5 auf 3%, und somit ist jetzt der Leitzins bei 3%, was wiederum heißt, falls du zur Bank gehen musst, weil du einen Kredit brauchst oder einfach irgendwie ein Haus kaufen möchtest oder deinen alten verlängern möchtest, dann musst du jetzt mit mindestens 3% rechnen. Im Normalfall will die Bank natürlich auch noch einiges verdienen und du wirst natürlich hier bei den knapp 4% stehen. Wie gesagt, wenn du hier nochmal genauere Rechnungen zu den ganzen Krediten und Prozenten haben möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ähnlich ist es natürlich auch in England. Auch diese haben das Ganze um einen halben Prozentpunkt angehoben, das heißt von 3,5 auf 4%. Und somit siehst du, dass auch in England natürlich jetzt die Prozente bei 4% stehen und du, wenn du einen Kredit benötigst, mindestens eine 4 vorne dran stehen sehen wirst. Das Ganze ist natürlich sehr teuer auf Dauer gesehen, gerade wenn du irgendeinen Kredit hast, der dieses Jahr ausläuft und du ihn verlängern musst, weil du ihn nicht abbezahlen kannst, dann wird plötzlich das Haus, was damals vielleicht ein Schnäppchen war oder vielleicht auch sowieso schon teuer war, jetzt nochmal um einiges teurer. Man denkt sich immer, okay, das ist ein halber Prozent oder vielleicht sogar 2%. Auf dem Papier über die Jahre gesehen macht es leider eine riesengroße Summe aus, aber du siehst, wie erwartet, kamen natürlich jetzt hier die Fed, die EZB und auch die Bank of England mit ihren Prozenten auf den Markt. Somit wird das Ganze natürlich jetzt erst einmal ganz gut angenommen. Auch die Aktien sehen aktuell besser aus als erwartet. So konnte zum Beispiel Meta, aber auch viele andere Aktien gut zulegen. Lediglich Apple steht neutral da, aber das liegt natürlich auch daran, dass sie wenige Mitarbeiter zusätzlich eingestellt haben und nicht hier irgendwie den Fokus drauf gelegt haben. Außerdem hatten sie natürlich starke Probleme mit Corona, weil natürlich die Produktion, welche in China stattfindet, stark zurückgefahren wurde. Wenn du hier nochmal ein Aktienupdate sehen möchtest, welche Aktie wie performt hat, wie die Erwartungen sind, dann lass mich auch das gerne in den Kommentaren wissen. Dann machen wir nochmal hier ein Aktien-Special. Ansonsten soll es auch schon wieder mit den kurzen News von heute gewesen sein. Wie gesagt, ich erwarte jetzt erst noch einmal einen kleinen Anstieg um die 24.000, 25.000 und dann eine Korrektur. Aber natürlich ist das Ganze keine Anlageberatung und du musst immer selber entscheiden, denn es kann auch natürlich in die andere Richtung gehen und wir können übermorgen plötzlich 30.000 sehen. In dem Sinne sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video, zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. 'Cause damn, I was built to last.